Magic Moment. Mhm. Kannst du dir vorstellen, oder? Ja. Mensch, Sarah, während dein Date nur von sich selbst erzählt, trifft Lisa jemanden, der ihre finanzielle Zukunft sichert. Die am besten investierten 30 Minuten des Jahres. Das Anlagegespräch. Jetzt Termin vereinbaren bei ihrer Sparkasse. Zum Nachholspiel in der Handball-Regionalliga hatte die HG Remscheid am Dienstagabend die zweite Mannschaft des BHC zu Gast in der Sporthalle Neuenkamp. Als Tabellenvierter ging die HGR als Favorit in die Begegnung gegen den Tabellen-13. Die Hausherren begannen in den roten Trikots von rechts nach links. Das erste Tor des Abends gelang jedoch den Gästen zum 0:1. Der BHC erwischte den besseren Start ins Spiel und erarbeitete sich früh einen 3-Tore-Vorsprung beim Spielstand von 3:6. Auch in den folgenden Minuten war der BHC die wachere Mannschaft. Bis zur Mitte der ersten Halbzeit bauten die Gäste ihren Vorsprung auf 5 Tore aus. Zwischenstand 7:12. Die HG Remscheid mit zu vielen einfachen Fehlern im Angriff, wohingegen der BHC fast jede Torchance nutzen konnte. 5 Minuten vor der Pause stand es 18:11 für den BHC. Bis zur Pause änderte sich am Spielverlauf nicht mehr viel und so gingen beide Teams mit einem 12:20 in die Kabinen. Auch im zweiten Abschnitt erwischte der BHC einen guten Start und erzielte 2 schnelle Tore zum Zwischenstand 12:22. In der Folge die HGR jetzt mit einer besseren Phase und so verkürzten sie den Rückstand auf 6 Tore. Spielstand 17:23. Bis zur Mitte der zweiten Halbzeit waren die Hausherren besser im Spiel und kämpften sich bis auf 3 Tore heran beim Zwischenstand 23:26. Es keimte noch einmal Hoffnung auf. Allerdings stieg jetzt auch die Fehlerquote im Abschluss und so ließ die HGR einige Chancen liegen. Vor den letzten 5 Spielminuten betrug der Abstand wieder 4 Tore. Zwischenstand 27:31. Zu der ganz großen Aufholjagd reichte es jedoch nicht mehr und so verlor die HG Remscheid denkbar knapp nach dem zwischenzeitlichen 10-Tore-Rückstand mit 32:33 gegen die zweite Mannschaft des BHC. Die Gäste reisten allerdings auch mit 3 Bundesligaspielern an. Am kommenden Samstag steht direkt das nächste Heimspiel für die Mannen von Trainer Alexander Zapf an. Dann ist der MTW Rheinwacht Dienstlaken zu Gast in der Halle Neuenkamp. Anwurf ist um 19 Uhr.